Ich kenne meine Mutter nicht, aber es heißt, sie sei in vieler Hinsicht das Gegenteil meines Vaters. Gabriel trifft nie übereilte Entscheidungen. Gabriel überlegt und wenn er sich entschieden hat, dann bleibt er bis zum Schluss bei seiner Entscheidung. Meine Mutter ist impulsiv, launenhaft. Wenn der Wind die Richtung wechselt, lässt sie sich einfach mittreiben, solange sie Nutzen daraus ziehen kann. Sie hat dafür gesorgt, dass ich im Koma lande. Also bin ich jetzt nicht direkt ein Fan von ihr. Aber vielleicht wird es Zeit, dass ich mal was riskiere. Immerhin erzähle ich dauernd jedem, dass ich mich erinnern wolle. Dann also mal los. Ich muss in die Dreamtime. Ich muss zurück in die Vergangenheit. Das ist der einzige Weg, die Zukunft zu retten. Du bist zurückgekehrt, doch du warst noch immer nicht hier. Du musst hier sein. Ist das ein Traum? Ich dachte, diesmal reise ich wirklich hinüber. Du warst hier, doch nie wahrhaftig, noch nicht. Aber du musst kommen, um... Was zum Teufel war das? Oh, Hallöchen, was gibt's? Krähe. Genau, Krähe. Du bist Krähe. Ich erinnere mich an dich. Tust du, bin ich. Warte, ich erinnere mich auch an dich. Klar tust du das. Ich bin's, so. Warte, sag nichts. Ich hab's. Lorelei? Schatzelspatz? Schmusemoppel? Wer? Ich bin. Agneta! Oh, tut mir leid. Und wie läuft's bei dir? Das ist doch. Schau mal, Aggelchen. Verzeih, dass ich so einfach abgehauen bin, aber ich hatte keine Wahl. Ich wurde anderswo Ich bin nicht Agneta, ich bin. Tante May? Nein, Zoe. Was für ein Ding? Oh, Zoe! Ja, das Mädchen, das geträumt hat. Du siehst so anders aus. Bist du sicher, dass du du bist? Ziemlich sicher. Ich weiß nicht. Du siehst viel besser aus als damals. Und deine Stimme, die hat richtig Feuer. Du klingst wie ein Feuervogel. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Ich war eine Zeit lang im Koma. Vielleicht ist es das. Was machst du hier, Krähe? Bist du wirklich hier? Lass mich mal schauen. Jep, ganz hier. Fehlt nicht eine Feder. Also, wo ist hier denn eigentlich? Bornelli? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Du bist unvergesslich. Warte. Tante May? Nein? Nein. Ich war Abnaxus von den Venar. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Wirklich zäher Gesprächspartner. Man kam irgendwie nicht zu Potte. Wie geht's denn so? Ich will nicht klagen. Ich verstehe das nicht. Es ist genau wie dieser Traum, den ich dauernd habe. Bis auf dich, Krähe. Du bist neu. Und besser denn je. Kommt von meiner neuen Gefiederpflege. Ich sage nur, voll der Bringer. Und warum hast du es nicht nach drüben geschafft? Die Verbindung war schwach, beeinträchtigt. Du hast nur halb geträumt, warst nur halb hier. Du wirst ganz hier sein müssen. Und zwar bald, sonst war es zu spät.
Aber du hattest den Vogel herübergebracht. Der Vogel wird der Schlüssel sein, wenn du nur... Sie müssen weg hier. Sofort! Was ist denn los? Wir sind... Jetzt ist keine Zeit. Sie kommen. Aber... Die Luft ist rein im Hausflur. Gehen Sie, meine Liebe. Los doch! Zoe! Hier drüben! Schnell! Hier lang! Wo gehen wir hin? Wir müssen runter von der Straße. Hat Queenie dich geschickt? Sie sagte, du bräuchtest Hilfe. Warum hast du Queenie erzählt, es ginge mir nicht so gut? Weil's so war. Darum geht es nicht. Ich hatte gesagt, mir geht's gut. Das war doch klar genug. Manchmal ist es besser, man sagt den Leuten, was Sache ist, statt dass man weiter schauspielert. Die vom Ei werden bald hier sein. Wir müssen unter die Erde. Was soll denn das bringen? Wir können uns doch nicht ewig in einer dieser Kammern verbarrikadieren. Vertrau mir. Was ist das hier? Die Welt unter der Welt. Ein Netz von Tunneln unter ganz Propast und darüber hinaus. Wie weit es reicht, weiß ich gar nicht. Ist ja unglaublich. Und so kommt ihr Leute von A nach B? Meistens ja. Manche der Neste erreicht man nur von oben, aber von hier aus kommt man so ziemlich überall hin. Jetzt komm! Warte, wo gehen wir denn hin? Du hast doch mit Queenie gesprochen. Du weißt, dass ich Nela geholfen habe mit diesem Gerät. Dem Ding, das all diese Leute getötet hat. Das konntest du nicht wissen und Nela auch nicht. Das stimmt. Aber jemand hat es gewusst. Jemand weiß es. Und wir werden die Sache richtigstellen. Mr. Landon hat ein Warenlager hier unten. Dort habe ich Lieferung abgeholt und hingebracht. Es war bloß ein Job, aber... Da gehen wir hin, um Beweise zu finden, die Wartikop mit dem Bombenanschlag in Verbindung bringen. Dieses Warenlager? Hat Mr. Landon dort unlizenzierte Dream Machines? Er hat alles da drin. Wieso? Ich brauche eine, nachdem wir Nela rehabilitiert haben. Ist eine lange Geschichte. Erzähl sie mir später. Wir müssen los. Ist nur eine Frage der Zeit, dass die vom Ei nachbohren kommen. Bin gekommen, so schnell ich konnte. Alles okay bei dir? Alles bestens. Kennst du Zoe? Hey Zoe, das gehört dir. Du hast es fallen lassen als... Bumm. Ich bin dir gefolgt. Für wen du damals gearbeitet hast, keine Ahnung. Ich habe alles gesehen. Der Mann, der dich weggezogen hat, hat nicht gemerkt, dass du das fallen gelassen hast. Ich dachte, das Ei hätte das mitgenommen. Ich wollte es dir schon die ganze Zeit zurückgeben, bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Was ist es denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht gar nichts. Gehen wir lieber weiter, bevor die vom Ei merken, wo wir sind. Nela hat mir diese Box gegeben, nur Minuten bevor es geschehen ist. Ich hatte die Box ganz vergessen, bis Abby sie mir zurückgegeben hat. Ein kleiner Wattila? Warum sollte der Nela so wichtig sein? Das ergibt keinen Sinn. Ein kleiner Spielzeug-Wattila. Scheiße. Die Tore haben keinen Saft mehr. Die wissen wahrscheinlich, dass wir hier unten sind. Wir müssen die Dinger manuell steuern. Dazu braucht es zwei Leute. So eine Art Sicherheitsmaßnahme. Ich zeige mal, wie das funktioniert. Na los, Abby.
Hey Zoe, du kannst jetzt durch. Wenn das hier vorbei ist, können wir dann bitte aus Propast weg und irgendwo hingehen, wo es echte Sonne gibt und keine Kampfanzüge? Versprochen. Kommst du nicht mit uns? Ich werde dafür sorgen, dass ihr genug Zeit habt, zu tun, was ihr tun müsst. Sie kümmert sich um die Typen vom Ei. Ist das denn sicher? Mach dir keinen Kopf um mich. Ich hab sowas schon oft gemacht. Ich seh dich bald, Kleines. Sei vorsichtig, ja? Bin ich doch immer. Hannah, ich... Sei still. Hab dich lieb. Ich dich auch. Bin froh, dass mit euch alles okay ist. Was du zu Abby gesagt hast, das hat was gebracht. Sie hängt jetzt nicht mehr an der Dream Machine. Und als du mich gefunden hast, da wurde mir klar, ich konnte mich nicht einfach weiter verstecken. Ich habe Abby versprochen, wir gehen weg aus Europolis. Vielleicht nach Mumbai. Echt? Wieso Mumbai? Lach nicht. Ich habe davon geträumt. Wegen dieser Träume... Vision. Sie sind eher wie Vision, stimmt's? Oder wie wenn man durch einen Vorhang späht, über eine Zwischenwelt hinweg. Da gibt es eine andere Welt. Ich habe sie gesehen. Bist du dort gewesen? Bin ich. Und du träumst dich rüber? Das kann ich, aber nur mit einer Dream Machine. Ich dachte, außer mir kann das niemand. Doch, ich. Und was bedeutet das? Ich weiß es nicht, aber wir werden es rausfinden. Gemeinsam. Okay, du weißt ja, was zu tun ist. Sobald das Tor auf ist, musst du durch und den Hebel runterdrücken. Drück ihn runter! Also gut, ich komme durch. Ja, nicht loslassen, sonst werde ich in Scheibchen geschnitten. Was ist also passiert? Nela, das Gerät. Was ist schiefgelaufen? Der Zünder sollte eine elektromagnetische Explosion auslösen. Weißt du, um die Kommunikation zu unterbrechen und die Eikampfanzüge zu sabotieren. Aber der EMP-Generator wurde gegen eine Antimateriekammer getauscht. Meine Güte. Du hattest Glück, dass die Reichweite begrenzt war. Die hatten nicht... Fangen wir an. Gleiche Prozedur wie beim letzten. Hörst du das Piepen? Was ist das? Keine... Ja, das geht von dir aus. Bei dir piept was. Er piept. Was ist das? Eine Art holographische Speicherung? Keine Ahnung, aber es reagiert auf etwas hier unten. Finden wir raus, was es ist. Los, komm mit. Du hattest Glück, dass die Reichweite begrenzt war. Die hatten nicht vor, die Kaprova in Schutt und Asche zu legen. Ich schätze, die wollten bloß ein Statement setzen. Das Manifest leimen. Eine weitere Partei aus dem Wahlkampf werfen. Und die Stadt lahmlegen. Totale Ausgangssperre. Alle bleiben daheim. Angeschlossen an ihre Dream Machines. Worty hat's geschafft. Und wo kam die Antimaterie her? Landon ist ein Erbsenzähler. Er hat in seinem Lager immer darauf geachtet, dass alles, was kam und ging, gescannt und katalogisiert wurde. Aus Paranoia oder um seinen Arsch zu retten. Na jedenfalls, als ich dieses letzte Teil abgeholt habe, das ein EMP-Generator sein sollte, da habe ich diesen Referenzcode von Wartycorp im System bemerkt. Ich habe dem nicht viel Bedeutung beigemessen. Ich meine, die stellen ja eh schon alles andere her, also warum nicht? Wenn wir eine von diesen Antimateriekammern finden könnten, zusammen mit den Rückverfolgungsinfos... Könnten wir die Wartycorp mit dem Gerät in Verbindung bringen? Wir können beweisen, dass der Anschlag auf ihr Konto ging. Und das ganze Kartenhaus stürzt ein. Oder vielleicht bringt man uns um. Ich würde mal sagen, die... Ich glaube, das ist es. Was ist das? Das ist eine Singularität, glaube ich.
Einer der ursprünglichen Netzzugänge von vor dem Kollaps. Ist das cool. Der muss in Vergessenheit geraten sein. Mal sehen, ob er... Er ist aktiv. Und das Syndikat hat keine Ahnung, dass er existiert. Aber ich kann keine Verbindung zu meiner Iris herstellen. Alte Protokolle vermutlich. Das Ding hat einen holographischen Eingang. Es könnte in der Lage sein, physische Daten zu lesen. Und es blinkt im gleichen Rhythmus, wie Nelas Päckchen piept. Als wollte es Verbindung aufnehmen. Vielleicht sollten wir seinem Willen entsprechen. Nelav Check, Eigentümerin von Nela Bytes. Ich hinterlasse diese Nachricht. Die Parteiführung des Manifests hat diese Operation nicht genehmigt. Martha Ribas hat keine Kenntnis von dem, was gleich passieren wird. Ich handle aus eigenem freien Willen, als Teil einer Splittergruppe des Manifests. Wir sind es leid. Martha Ribas glaubt an die Politik. Sie ist eine Idealistin. Ich wünschte, mehr Leute wären wie sie. Aber um die Wahrheit zu sagen, die Demokratie ist tot. Gesiegt haben die Konzerne. Die Wahl? Fassade. Ein fettes, eitriges Geschwür von einer Lüge. Eine Show der Strippenzieher vom Syndikat fürs Proletariat. Wer immer diesen Herbst gewinnt, es wird einen Scheißdreck ändern. Dafür haben sie gesorgt. Sie haben sie alle in der Tasche. Alle sind korrupt. Alle. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen die Dinge aufrütteln, neu anfangen. Deshalb werde ich heute etwas tun. Man hat mich gebeten, vor dem Hauptquartier des Ei auf der Kaprowa eine nicht letale E-Bombe zu zünden. Diese Spezialanfertigung ist dazu bestimmt, die Kommunikation des Ei zu unterbrechen, ihre Operation zu sabotieren und ihre Kampfanzüge lahmzulegen. Es ist eine Nachricht. Eine laute, dreiste Nachricht. Aber das ist auch bloß wieder eine Lüge. Die nicht letale E-Bombe ist durch ein sehr letales Antimateriegerät ersetzt worden. Die Explosion wird mich töten und jeden anderen, der sich in Reichweite befindet. Es wird Opfer geben. Militärische und zivile. Sie werden die Ribas beschuldigen, radikalen Unterschlupf zu gewähren und zur Gewalt aufzurufen. Das Manifest ist am Ende. Sie wissen nicht, dass ich es weiß. Wenn sie es wüssten, wäre ich schon tot. Aber ich muss die Sache durchziehen. Weil wenn ich es nicht tue, dann ändert sich auch nichts. Wenn ich mich an die Behörden oder an die Presse wende, kehren sie alles unter den Teppich und lassen mich verschwinden. Sowas können sie gut. Aber wenn ich alles nach Plan durchführe, wird jeder aufmerksam. Sie werden keine Wahl haben. Und dann? Hinterher? Dann werden die Schweine bloßgestellt, die da die Strippen ziehen, die diese verfluchte Bombe gebaut haben. Wotty Corp. Ich werde als Terroristin und Mörderin dastehen, aber die auch. Und die haben viel mehr zu verlieren. Ich hatte Glück. Sie sind arrogant und schlampig gewesen. So bin ich drauf gekommen und sie haben Hinweise hinterlassen für jemanden, der... N-I-N-G. Penning. Die Kammer wurde vertauscht, ehe ich... und die Sache zu Wotty Corp zurückverfolgen. Die Nachricht verschlüsseln und mit einer Totmannschaltung im lokalen Kabelnetz versehen, die ausgelöst wird, wenn meine Iris dunkel wird. Ich muss darauf vertrauen, dass die richtigen Leute den richtigen Signalen folgen, runter in den Untergrund. Es tut mir wirklich leid, dass Menschen verletzt werden, getötet werden. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ich weiß bloß nicht, was ich... Meine Güte. Ich kann nicht glauben, dass Nela das getan hat. Die Leute, die sie verletzt und getötet hat. Ich kann Hannah nicht die Wahrheit sagen. Sie würde sich nur selbst die Schuld geben. Wir müssen Wotty drankriegen dafür. Sonst sind die Leute für nichts gestorben. Das meiste war unverständlich. Wahrscheinlich wegen der Antimaterie-Explosion.
Aber Wati ist in die Sache verwickelt. Das hat Nela bestätigt. Und da war dieses Wort vielleicht ein Name. Penning. Was bedeutet das? Irgendein Codename? Ich weiß es nicht. Wir haben keinen Netzzugang, um es nachzuschlagen. Vielleicht kann Mira den Rest der Aufzeichnung retten. Wenn es irgendwer kann, dann sie. Wenn es hilft, eine Verbindung zwischen dem Manifest und der Wati Corp herzustellen. Wir müssen das zu Mira bringen, zusammen mit dem Antimateriegerät. Sie kann uns helfen, die Punkte zu verbinden. Und bei ihr kann ich träumen, ohne dass ich in Gefahr bin. Gehen wir zum Warenlager. Ich weiß nicht, wie lange Abby die Typen aufhalten kann. Wird ihr auch nichts passieren? Sie ist einfallsreich und schlau. Ich hatte diese andere Welt vergessen, bis vor kurzer Zeit. Ist es das, worum es hier geht? Parallele Welten? So etwa. Da geht etwas vor in dieser und in der anderen Welt. Und es bedroht den Traum. Den Traum? Er hält die Realität real? Ohne den Traum hören die Dinge auf zu existieren. Er ist wie eine Blaupause für alles. Klingt genauso sinnvoll wie sonst irgendwas, schätze ich. Und du musst die Sache ins Lot bringen. Das muss ich. Die Wati Corp und die Dream Machine spielen eine große Rolle auf dieser Seite der Zwischenwelt. Ich muss herausfinden, was auf der anderen Seite passiert. Gibt es irgendwas, das ich hier tun kann? Wenn es das gibt, lasse ich es dich wissen. Im Moment brauche ich eine Dream Machine, die man nicht rückverfolgen oder von außerhalb abschalten kann. Sie hat mich gerettet. Vermutlich hat Queenie es ihr befohlen, aber Hannah hat alles riskiert, um mir zu helfen. Also verdanke ich ihr mein Leben. Was ist das hier? Ich weiß es nicht so genau. Ein Teil davon ist uralt, aber diese leuchtenden Röhren? Die sind neu. Ich frage mich, ob die was mit diesen Nichtlüftungsrohren oben zu tun haben. Nichtlüftung? Queenie hat mal sowas erwähnt. Irgendwas ist komisch an dem Ganzen. Ich fühle mich eigenartig, als würden meine Knochen vibrieren. Wir sind bald da, komm. Wieso ist meine Haut... Meine Güte, ich löse mich auf. So, Landens Warenlager geht's gleich durch die nächste Tür. Hier ist es. Warte, ich mach die Tür auf. Folge mir einfach. Ich mach... Scheiße, das Ei. Geh weiter. Ich lenke sie ab. Den Teufel tust du. Das hältst du keine Minute durch. Ich kümmere mich um die Sturmtruppen, du kümmerst dich um das Antimateriegerät und deine Dream Machine. Aber ich weiß nicht... Wir verplempern bloß Zeit. Du musst das tun. Such nach einer blauen Kiste mit den Buchstaben D-E-W drauf. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Schnapp dir eine Antimateriekammer, scanne sie, lade die Rückverfolgungsinfos von ihren Systemen und dann ab durch die Mitte. Aber öffne diese Tür nicht von deiner Seite aus. Warte auf mich. Wenn die Luft auf meiner Seite rein ist, mache ich dir wieder auf, okay? Ich weiß nicht... Schon klar. Okay, blaue Kiste, D-E-W. Viel Glück. Habe ich nicht nötig. Bis gleich dann. Die Dreamer haben sie auf der Seite des Warenlagers dort drüben. Ich muss irgendwie dahin, ohne dass mich einer sieht. Mr. Landon ist ein mitfühlender Mensch, Sozi. Er mag keinem wehtun, nur wenn er muss.
Das schmerzt ihn, klar. Schmerzt ihn sehr. Aber auch Mitgefühl hat Grenzen und du überschreitest sie gerade. Du machst es uns allen bloß schwerer. Schau mal, Mr. Langton ist untröstlich. Er hat echt Tränen in den Augen. Das hier muss nicht sein, Sozi. Komm schon, mach's dir doch leichter. Gestehe, stirb mit Würde und weiter im Text. Sind ja wirklich gut ausgerüstet hier. Dieser Scanner sollte mir alle möglichen nützlichen Daten über Londons Waren liefern. Hey, das ist Adaspot. Kindbot. Was macht die denn hier? Ich hab gewusst, dass Ada dich verkaufen muss. Aber ich hätte nie gedacht, dass du hier landest. Tut mir so leid, Kleines. Ihre Anfrage kann nicht beantwortet werden, Mensch. Formulieren Sie Ihre Eingabe neu. Nein. Nein, ihr Bestien. Ihr habt Kindbot getötet. Ich glaube nicht, dass ich eine Bestie bin oder ein Kapitalverbrechen begangen habe. Bitte formulieren Sie Ihre Eingabe neu. Vergiss es. Komm, vergiss es. Das ist Kacke. Alles ist Kacke. Ein handelsübliches Persönlichkeitsmodul. Für alle kompatiblen Bots. Einfach bloß einstecken und einschalten. Na komm, Sozi. Mr. Langton wird ungehalten. Du würdest es nicht mögen, wenn Mr. Langton ungehalten wird. Dann ist er ganz aufgekratzt. Siehst du, was du angestellt hast? Willst du dir das wirklich immer wieder antun? Blöder könnte er gar nicht stehen. Ich muss ihn da weglocken. Die Dreamer haben sie auf der Seite des Warenlagers dort drüben. Komm schon, Sozi. Mr. Langton wird sauer. Ich muss irgendwie dahin, ohne dass mich einer sieht. Mr. Langton wird dir nicht gefallen, wenn er sauer ist. Das war knapp, Sir. Das war echt knapp. Da hast du aber Schwein gehabt. Mr. Langton schießt nie daneben, höchstens mit Absicht.
Robotics präsentiert das Arthur Drone Schleichbot Persönlichkeitsmodul. Wird hochgefahren. Bereit, jede gewünschte Handlung durchzuführen, Ma'am. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Kannst du mir die Kiste da holen? Ja, Ma'am. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt. Was? Und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Bist du da gerade bewegt? Von allein? Nee, da war nichts. Oh. Willst du jetzt reden? Mist zu rauchen. Ist schon spät, alle sind müde. Ich habe mein Bestes versucht, Ma'am, aber ich fürchte, ich verfüge nicht über die Kraft, die erforderlich wäre, Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Die Kiste ist zu schwer und meine Energiereserven werden in das Tarnsystem geleitet. Naja, du natürlich nicht. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. D.E.W. Klingt, als wäre ich hier richtig. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Die Dreamer haben sie auf der Seite Letzte des Wartenlagers dort drüben. Es wird bloß schlimmer, je länger wieder hin, ohne jetzt. Dass mich einer sieht. Nein? Kannst du mir die Kiste da holen? Ja, Ma'am. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Hat sich die Kiste da gerade bewegt? Von allein? Nee, da war nichts. Oh. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir es hinter uns, ja? Ich habe mein Bestes versucht, Ma'am, aber ich fürchte, ich verfüge nicht über die Kraft. Mr. Landon scheint dich zu mögen, so Kiste zu gutes heben. Zeichen, oder nicht? Die Kiste ist Komm, zu jetzt, schwer reden. Und meine Kriegst Energiereserven du von mir werden und wir gehen in das Tarnsystem geleitet. Naja, du natürlich nicht. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. D.E.W. Danach sollte ich suchen, hat Hanna gesagt. Aber hier sind, es sind so viele Kisten. Ich muss die richtige finden. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir es hinter uns, ja? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht.
Kannst du mir die Kiste da holen? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerzen. Na, was sagst du? Die Kiste ist zu schwer und meine Energiereserven werden in das Tarnsystem geleitet. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Bedauere, Ma'am. Dann warte mal die nächste Runde ab. Menschliche Wesen oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerzen. Na, was sagst du? Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir es hinter uns, ja? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat kind, das wehgetan? Hat mir die Festplatte gelöscht und dann sie nur warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Kannst du mir die Kiste da holen? Ja, Ma'am. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir es hinter uns, ja? Die erforderlich wäre, um diese Kiste zu heben. Die Kiste ist zu schwer und meine Energiereserven werden in das Tarnsystem geleitet. Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Hashtag Robotics präsentiert Packerbot. Für alles, was Sie zu transportieren haben. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Gibt es was zu schieben, zu heben, zu schleppen? Oder sonst irgendwie von A nach B zu befördern? Hat das wehgetan? Spucken Sie es aus, Boss. Warte mal die nächste Meine Runde Zeit ab. Ist kostbar. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Kindbot hat mir die Festplatte gelöscht und sie... Da sind Gottlieben Sie. Willst du jetzt reden? Ich bin ist nicht schon spät, alle sind müde. Menschen zu bewegen. Bring es hinter uns. Sorry, ja. Boss. Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir es hinter uns, ja? Assad Robotics präsentiert den offiziellen Shaolin Assad Robotics. Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir die Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Willst du jetzt reden?
Ja! Schon spät, alle Was? Sind müde. Was denn jetzt los? Uns, ja? Hey, da hat sich wer reingeschlichen! Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Verleihen Sie Ihrem Asadrow Ninja-Fertigkeiten und sagen Sie den Freunden und Kollegen, die Sie am wenigsten mögen, Sayonara. Im Ernst? Ich warte auf Ihren Befehl, Ma'am. Na schön. Ich werde tun, was... Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na? Nela erwähnte in ihrer Nachricht einen Codenamen. Wie war der gleich wieder? Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring wir es hinter uns, ja? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Die Dreamer haben sie auf der Seite des Warenlagers dort drüben. Kugel in den Schädel und ich wir muss gehen alle nach wieder Hause. Hin, ohne dass mich einer naja, sieht. Ja, du natürlich nicht. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir's hinter uns, ja? Mr. Landon scheint Sieht dich aus, zu als mögen, gäbe es hier eine Alarmanlage. Vermutlich, damit keiner sich Landons sauer Komm verdiente Heerware unter den Nagel reißt. Du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Präsentiert das Asadrow-Entwurf und Fang-Persönlichkeitsmodul. Konzipiert für gesundes Spiel. Das ist gefahren. Bitte Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste hey, Chef, Runde ab. Alles klar? Wollen Oder wir eine verrate Runde uns spielen? Einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Spielen wir! Geh aus dem Weg! Was zur Hölle macht denn der Bot? Beweg deinen glänzenden Arsch, Rostkübel! Das ist ein Homerun, Champ! Nein, das Ding hat eine starke elektrische Ladung. Das fasse ich nicht an. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir's hinter was uns, ja? Was kann Sie tun, Boss? Soll ich was heben? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir's hinter uns, ja? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht?
Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß. Kannst du mir diese Kiste bringen? Ja, gemacht, nein. Boss. Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir's hinter uns, ja? Es war viel Arbeit, diese modifizierte Dream Machine zu bekommen. Hoffentlich zahlt es sich aus. Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Was ist, Champ? Spielen wir! Geh aus dem Weg! Was zur Hölle macht denn der Bot? Beweg deinen glänzenden Arsch, Rostkübel! Das ist ein Home Run, Champ! Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer. Das könnte den Alarm auslösen. Nein? Und ich glaube, ich bin hier noch nicht fertig. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Ich brauche was zu scannen. Sehen wir doch mal, wo diese Dinger zusammengebaut werden. Zentralafrikanische Republik. Dort schreiben sie wahrscheinlich die Firmware um. Ich brauche was zu scannen. Das Persönlichkeitsmodul stammt von ASAP Robotics. Sind ja wirklich gut ausgerüstet hier. Dieser Scanner sollte mir alle möglichen nützlichen Daten über Landens Waren liefern.
Das Persönlichkeitsmodul stammt von ASAP Robotics. DEW. Klingt, als wäre ich hier richtig. Ich frage mich, was das für Codes sind. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt. Und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Es sind so viele Kisten. Ich muss die richtige finden. Hat das wehgetan? Dann warte mal die Mela nächste erwähnte Runde in ihrer Nachricht einen Codenamen. Verrate uns einfach, wie war der gleich wollen wieder? Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt. Ich hoffe so sehr, dass es das ist. Na, was sagst du? Willen. Ja, es ist eine Antimateriekammer. Das ist es. Und wo ist die Wartikop? Die wurden von der Wartikop hergestellt und London hat sie sich direkt ab Werk in China besorgt. Alles da, die gesamte Herstellungs- und Transportkette. Es ist genau wie Nela sagte. Diese arroganten Scheißkerle. Damit kriegen wir sie am Arsch. Scheiße, das ist das dritte Mal diese Woche, dass wir ohne Saft dastehen. Merda! Ich dachte, die Bullen hätten uns versprochen, dass man uns den Saft nicht mehr abdreht. Lee, schau mal nach dem Verteilerkasten. Ciao, du machst einen Komplettcheck und vergewisserst dich, dass wir keine ungebetenen Gäste haben.
Kleines, du bist wieder da. Jawohl. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich auch. War ich denn fort? Eine Weile lang, ja. Aber jetzt ist alles gut. Wie bist du? Scheiße, da kommt jemand. Scheiße, scheiße. Die werden mich finden. Ich führe sie weg von dir, Zoe. Ich kann nicht verlangen, dass du das tust. Es ist gefährlich. Zoe, ich bin ein Bot. Mir kann nichts passieren. Lauf! Ich werde dich nie vergessen, Kleines. Danke. Oh, ein Glück. Ich war sicher, die hätten dich geschnappt. Hätten sie fast. Hast du alles bekommen? Ich glaube schon. Das ist es, oder? Die Antimaterie? Das ist es. Aber sei vorsichtig, wenn das kaputt geht. Ja, vielen Dank. Mir ist schmerzlich bewusst, was passiert, wenn eine Antimateriebombe losgeht. Dieses Medikamentenpflaster und die Frisur habe ich mir nicht ausgesucht. Und wohin jetzt? Ins Inferno, zu Mira. Sie wird uns helfen, hoffe ich. Und beeilen wir uns lieber. Londons Männer suchen bestimmt nach uns. Komm mit, wir nehmen eine Abkürzung. Entwarnung. Komm schon. Wir sind direkt neben dem Inferno. Süße. Was zum Teufel ist hier? Keine Zeit jetzt. Ich brauche deine... Was machst du denn hier mit? Sei still. Sei bitte einmal einfach still und hör zu. Okay. Ich höre. Ich brauche deine Hilfe. Davon hängt alles ab. Jetzt höre ich tatsächlich zu. Und neugierig bin ich auch. Das Ei ist bei mir eingebrochen. Sie haben versucht, mich zu verhaften oder zu töten. Das ist Hannah. Sie hat mich gerettet. Hallo. Wir kennen uns. Was hast du getan, verflucht nochmal? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht war es, weil ich mich in die eingeloggt habe und sie wissen, wer ich bin und was ich kann. Was du kannst? Ach, vergiss es. Wir haben Beweise dafür, dass Wadi hinter dem Terrorangriff steckt. Was zum Verfluchten? Es ist nicht zu fassen. Materie und Antimaterie. Ambiplasma. Bist du irre? Du hast mit Madachodna Anti... Dieselbe Antimaterie wie bei dem Angriff. Man hat das Manifest zu Unrecht beschuldigt. Das Gerät da bringt die Wattikop in Zusammenhang mit dem Bombenanschlag. Oh, diese verfluchten Madachods! Ich kann das analysieren, kann die Messwerte mit denen vom Anschlag vergleichen. Aber wie stellt man den Zusammenhang her? Ich habe da einen Tipp. Schon mal vorgehabt, ein kriminelles Imperium aufzubauen? Keine Papierspur hinterlassen. Wird das reichen, um Wattie für den Angriff dranzukriegen? Vielleicht nicht. Aber Nila hat uns etwas dagelassen. Eine Aufzeichnung. Wir haben sie uns angeschaut. Sie ist ein bisschen beschädigt, aber wir dachten, du kannst sie vielleicht... Reparieren? Wahrscheinlich. Ich sehe sie mir mal an. Ohne Zugang zum Netz weiß ich zwar nicht, was das nützen soll. Gut, dass wir in den Gängen unten einen aktiven Zugangspunkt gefunden haben. Was bitte? Wie lange wart ihr denn da unten? Hannah zeigt dir, wie man hinkommt. Nimm das mit als Orientierungshilfe für unterwegs. Was mich betrifft, ich muss wieder in die Dreamtime, diesmal richtig. Ich hab's ja schon gesagt, Süße. Ich hab keine unlizenzierten Dream Machines. Wenn du dich mit einem normalen Dreamer einloggst, schnappen sie dich wahrscheinlich wieder. Ach, richtig. Hätte ich fast vergessen. Ja, fass ich's denn. Ein unlizenzierter Dreamer. Was zauberst du sonst noch so hervor? Ein Kaninchen? Ein Dutzend weiße Tauben? Das ist alles. Ich muss das Ding jetzt benutzen, und zwar hier. Ich kann nirgends anders hin. Und bringt das dann Wattie zur Strecke? Und tritt genau die richtigen Leute in die richtigen Ärsche? Davon kannst du stark ausgehen. Dann pflanz dich mal aufs Sofa. Es wird aussehen, als schliefe ich nur. Aber wenn ich recht habe, wenn ich mich recht erinnere, werde ich woanders sein. Ihr dürft mich weder wecken noch abkoppeln. Ich muss einfach wissen, dass ich hier sicher bin. So sicher, wie man in Propast überhaupt sein kann, Süße. Versprochen. Passt du auf mich auf? Habe ich ja schon versprochen. Okay, dann mal los. Man sieht sich bald. Hoffe ich. Was ist denn jetzt los? Madachodne Scheiße.
Wo ist sie hin? Tja, jetzt ist die verschissene Scheißkacke real am Dampfen. Hier war ich schon mal.